Herz in den Kopf. Ja, der Herzchen glotzt da. Geil. Kann die Scheiße mal erobern. Vollgas. Lass mal zum Linken. Lol, Tampel. Lass mal zu dritt die ganze Zeit vor, richtig. Eine gute Idee. Aber ich zieh dich ab. Da ist da mein Fliegeding. Ja, ganz komisch. Oh. Oh, die haben einen Sniper. Ich hab auch einen Sniper. Oh, mein einer Rotor ist weg. Und der eine andere hat Raketen. Ach, ich sollte vielleicht meine Flügel sind weg. Benutzen, ne? Ich hab noch gar keinen Gegner gesehen. Da oben, mein aber auch gerade keinen. Achtung, Achtung, da kommen welche. Vorsicht. Wo? Da. Ach, da. Den hole ich hier fast raus, den Sack. Hahaha. Junge, hat der irgendwie einen Heiler oder so? Hä, wieso ist denn hier nochmal der gleiche? Okay, zweimal der gleiche. Kann man mal deren Punkt eingreifen? Oder wen greift Benny jetzt an? Der Typ, der da gerade war. Waffen hinter dir? Hinter mir? Ich werde gar nicht attackieren. Dann gehe ich halt auf deren Punkt. Oh. Mach den jetzt noch kaputt, bevor er in seinen Punkt gekommen ist. Ich hab schon wieder ein Dreieck über mir, oder nicht? Ich könnte kotzen. Ja, ich sehe schon, aber das Dreieck hole ich jetzt vom Himmel, was über dir ist. Ich hab ja auch gesagt, hinter dir ist ein Flugzeug und sowas. Ja, was soll ich machen mit meinem Dreieck, ne? Dann erober ich die Scheiße halt hier alleine, wenn keiner hilft. Ja, ich bin hinter dir und ich zerstöre gerade deine Dreiecke da oben. Achso. Ich hau mal ganz schnell ab, ne? Hier ist ja noch einer, hallo. Ich mein Snack killen, gesnackt. Hast nicht mein Dreieck? Nein, das war dein Dreieck. Kann man den jetzt hier umbringen? Nein, Finish Black, nimm den, Lenny. Ich versuch's. Ich hab den aber der ist schnell. Fast ganzes Leben abgezogen. Nein, 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 Lenny. Nice. Verstört. Guck, da hab ich auch den wieder Bucke, die wir rüber müssen. Ja. Enemy Base Shield ist down. Wie down? Kann überhaupt nicht sein. Das ist ein Enemy Base Shield. Aua, oh, irgendwelche komischen Dreiecke hier oben. Ah, oh, ist schon wieder da, das Shield. Ich könnte mal Hilfe gebrauchen, ehrlich gesagt. Komme. Aber zackig, weil ich habe hier zwei Dreiecke über mir gerade. Was ich auch gerade. Ist nicht so gut. Katastrophe. Ist nicht so gut. Die nehme ich gerade ganz schön auseinander. Okay, danke Flo. Bitte schön, der eine Dreieck ist raus. Was ist denn mit dem falsch hier? Der hat mir meine Tesla-Waffe kaputt gehauen, der Arsch. Das ist auch raus. Wie ist ein Heiler, geil. Wo ist ein Heiler? Hier ist ein Heiler. Also ich meine Zwischenstelle, damit er mich attackiert. Sniper. Die Sniper, den hole ich mir den Finish Back dann. When I go back to... Kann man sich den nicht mal selber holen, Roffel? Nein, das Snack. Ich hab zwei Dreiecke gegen mich. Wie snack ich den jetzt? Ja, das Snack. Hilfe! Gesnackt. Wer hat den jetzt gesnackt? Ja. Du musst Dreiecke kaputt machen. Henny, wir müssen die Scheiße erobern, komm mit. Warte, ich muss jetzt bloß Dreieck da über ihm kaputt machen. Bin schon tot. Mittlerer Punkt. Wie? Oh. Wo muss man das erobern? Verteidigen. Manche Leute raffen das nicht mit dem Kristall. Der Typ anscheinend rafft das auch nicht. Raffen muss? Nö. Hier irgendwie keiner. Hier ist überhaupt keiner. Na und doof. Ein bisschen stehe ich hier noch. Ah. Fahr weg, fahr weg. Obwohl da unten ist gerade einer, aber der alleine kann das nicht schaffen. Junge, was ist das für ein Eierkopf? Weiß nicht, war der erst bei uns nicht im Team? Kann man sich hier killsnacken? Nein, es gibt zwei von den Herzchen. Kein killsnacken. Schön, Hilfe. Hab ich schon gemacht. Oh. Ausschau halt nach Raketen. Mittelpunkt, Jungs. Junge, sich interessiert das doch gar nicht hier, dass hier irgendwas ist. Junge, was ist denn hier los? Hier ist ja Katastrophe. Wie wir den Kristall nicht einmal angegriffen haben, ne? Oh. Ah! Abgestürzt. So, was geht Sniper. Bei dir? Keine Flügel mehr. Oh. Der läuft doch direkt zu euch, ne? Der läuft direkt Korin in die Füße, der Typ. Mach mal den Sniper da weg! Schwierig, Flo. Ich bin dabei, ich stehe direkt vor dem. Oh, ich erober den ganzen Kasten. Ich bin kaputt. Boah. Komm her. Der Sniper ist gleich tot, der dich umgebracht hat. Lenny, ach, du fährst aber auch immer, ne? Lass mich den mal hier umbringen. Ja, mach den halt kaputt. So, was müssen wir jetzt erobern? Keine Ahnung, hier ist gerade Katastrophe. Flugzeuge sind generell immer gut, ne?
Enemy Base Shield is down. Oh, hallo, stirb doch da oben. Der kommt nicht vom Himmel, der Typ. Ja, komm jetzt vom Himmel. Jetzt kommt der vom Himmel. Richtig. So, wo rückwärts haben wir da ist noch ein Flugzeug da oben irgendwo. Da ist aber noch ein Punkt. Oh, schon wieder, unser Mittelpunkt ist schon wieder an der Attack. Geh doch runter, du Scheißteil. Da ist schon wieder der Sniper. Ja, ich merk's, aber der hält nicht mehr lange durch. Der fährt aber nicht in Basis. Ist wieder in seiner eigenen Base, ey, ich merk's. Hier hin. War nicht so gut. Schon wieder wenig vorhanden, muss ich sagen. Wie ist das nicht so gut, wie viele Leute hier gerade kommen? Guck mal nach oben, Körre, mach den du mal oben. Ja, mach ich schon, aber meine Sniper kann jetzt auch nicht so viel, ne? Alter, oben sind zwei Leute. Ich wurde von der Flak abgefeuert. Weg hier. Au. Oh. Ich wurde von Flak abgefeuert, bin da. Finish Black. Wie hab ich gleich mal meinen ersten Tod, glaube ich. Oder doch nicht? Bist du nicht einmal gestorben? Nee, das war jetzt das erste Mal. Ah, kein Kill, wieder Finish Black, ganz knapp zerstört nur. Du bist eigentlich quasi schon tot. Ja. Wird gerade geheilt. Sehr gut. Nicht, dass die noch aufholen irgendwie. Nein. Oder doch? Keine Ahnung. Ist gar nicht mal so, also so weit sind wir nicht entfernt. Und die haben zwei rote Dinger. Also. Oh oh. Nicht so der Mega-Hit gerade. Kristall natürlich wieder für die. Die guten. Raffen die doch eh nicht. Hinterer Punkt. Mittlerer. Oh. Im mittleren Punkt ist übrigens Katastrophe. Mittlerer Punkt. Oh. Flo, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Flugzeug? Ja. Okay. Macht auf jeden Fall gut Schaden. Autsch. Ich hab dich voll umgekippt. Alter. Du fährst ja, heute aber auch wie ein Berserker in dem Spiel, ne? Das ist doch cool. Oh. Ich komm gerade vom Project Ars, was ist da eigentlich von mir? Und ich hole mir jetzt den Kill. Ist das ein Gratis-Kill, der Finishback? Kannst du den jetzt auch fertig machen, den du vorhin angefangen hast, oder? Ja, deswegen hole ich mir den jetzt auch. Unser Kristall wird angegriffen. Mach den doch mal kaputt. Unser Kristall wird angegriffen. Ja, der Kristall wird angegriffen. 5, 4, 3. Under attack. Hätte ich auch mal umgeworfen. Under Egg Cack. Könnt ihr den Optiv wegmachen, der hat eine Flak? Ja. Die Optiv. Ach, dieser Lauftyp da. Ja, klar, kann ja, ich ramm den. Fahr mal weg, Alter! Mein Kill. Ist doch gratis. Doch nicht mein Kill. Vorderer Punkt. Das Herz hier, das ist gar nicht. Ach, das ist ein Gegner. Das Herz ist echt gratis. Wofür macht den kann gratis? Kann das sein, dass es ein Bot ist? Das Herz? Ja. Nein. Doch, der bewegt sich ganz komisch, ne? Die bewegen sich alle ganz komisch. Und unserer heißt Amaskari Bot. Ja, doch, normalerweise gibt es keine Bots, unmöglich. Bot. Doch. Sicher? Doch. Wie gegen Bots. Guckt ihr ihn nochmal an? Ja. Junge, ich auch wir spielen doch nicht gegen Bots. Nein, aber es waren zu wenig Spieler und er ist ein Bot. Hab ich noch nie gesehen. Mittelpunkt. Mittelpunkt ist under attack. Jo. Der Mittelpunkt ist eingenommen. Nee, nee, läuft. Ja, ist richtig gut, das Allrad. Autsch. Hast du gerade gesehen? Ich glaube, wir gewinnen das. Aber ziemlich ausgeglichen, ne? Die ganze Runde. Hätten die unseren Kristall angegriffen, dann wären die wahrscheinlich jetzt schon vorne. You have captured the midpoint. Ich habe ja heute noch nicht einen Kill gesnackt, ne? So wie sonst jedenfalls. Junge, was ist das hier für ein gratis Herzchen? Das kann überhaupt gar nichts, das Herz, ganz ehrlich. Alter. Hier dieses Herzchen mal an. Das reißt nichts von der Roste. Und nee, ist ja auch ein Bock. Und Roste fährt einmal rein. Und er ist weg. Tot. Nimm doch mal den Punkt hier mit. Geh mal an hier. Ich will hier meinen Kollegen. Autsch. Ey, ich lieg heute nur auf dem Dach, weil die ganzen Leute so scheiße sind und mich die ganze Zeit rammen, ne? Ich nehm mal den Punkt mit, weil die gerade aufholen. Mach mal, das ist eine ganz gute Idee. Oh, finish Black. Gefinished den Black.
Dreiecke von oben, danke. Hinter euch steht einer, wisst ihr das? Bot heilt mich, ne? Mich heilen gerade zwei Leute gleichzeitig und ich krieg Leben, ich gewinne Leben dazu. Ist das nicht der Hammer? Das ist der Hammer. Nur 2% Leben, oder was? Zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Nein. Ich hab's fast erobert, toll. Ja, und das ist 95, ne? Also. Ja, war noch knapp, ne? Victory! Lennart repariert gerade. Sieg! Lennart einen Tod, Respekt. 0,9 Tod, ne? Ich hab am wenigsten Schaden gemacht. Das ist so gut gemacht. Das ist auf jeden Fall der Hammer. Lalo, lala, lalo. Wofür? Ja. Du brauchst so viele RAM-Teile bei dir vorne eigentlich dran. Weil die was bringen. Weil die effektiver sind. So viele? Macht das einen Unterschied? Ja. Na, selbstverständlich. Okay. Die verbrauchen nichts an CPU. Nicht? Die RAM-Teile nicht so viel. Ein Ding, glaube ich, 20 Stück oder so. Und das ist Stufe 4, das ist die höchste, die es gibt. LOL, okay, Level Up direkt. Oh, ein gutes Gefecht. Oh, ich bin auch gleich Level Up. Level 64 bin ich gleich. 108. Was, 64, hä? Welches Level bist du, Lennart? Wo steht denn das? Im Baulevel bin ich 64. Da, wo der Kreis sich dreht. Ach, das, ja, da bin ich, keine Ahnung. Irgendwas ganz mit 50 oder 60 steht das unter anderem. So. Oben rechts. Aber ich bin bald Rang. Oben rechts. Ich bin bald Rang 5, Jungs. Da steht S.108. Oh, hört mal zu. S.139. Jungs. Oh, gut. Was denn? Neun, wie heißen die hier? Diese Punkte da. Diese Deckpunkte. Jo. Deckpunkte, ja. Das heißt, ich hole mir mal eine richtig fette Rail. Ach nee, K5 Railgun bringt nichts, ne? Mm-mm. Okay, hole ich mir doch nie. Echt nicht? Wieso bringt die nichts? Ja, weil K5 wieder zu fett K5 ist. Ah, ja, stimmt. Aber man könnte sich ein K5 Rad kaufen. Ja. Mehr will ich aber. Kann das aber auch sein, ne? K4 Antrieb, so. K3 Rad ist eh das Beste. Ja. Finde ich aber ich auch. Noch ein, ich hab noch ein K2, K2 hier, sag mal schnell. Ich hab mir mal K2, nee, was hab ich mal gekauft? Sag mal schnell, was ist denn? K2 Formel 1 Wagen. K2 genau. Formel 1 Wagen? Genau den. Hab ich jetzt verstanden, ja. Hab ich. Ich hab einen K2 Formel 1 Wagen hier. Nicht schlecht. Okay. Also, because race car. Genau. Also, wenn ihr T2 habt, könnt man den spielen. Aber habt ihr ruhig nicht, oder? Nee. Siehste. K3 Plasma Bomber. Auch nicht schlecht. K4 Sucher, K4 Aeroflex. K4? K4? K4 Aeroflex. Das ist absolut korrekt. So Jungs, seid ihr bereit? Der Gratis-Spoiler, der ist cool. Der ist wirklich cool. Für gratis. Alter, der ist der Hammer, ne? Für das ja neu, uneingebaut und noch nicht mal lackiert ist. Dass man da sogar eine Scheiße da dran machen kann. Darf. Ach, die Gruppe wartet? Ja. Flo, die Gruppe wartet. Volvo V70, 2,4 Liter Turbo. Benziner. Oh Gott. Erste Hand. Von was privat. Wie viel? 5,5. Erste Hand. 150 gelaufen von Privatperson. Läuft. TÜV neu. TÜV Nord. Costa Quanta. 5,5. Werde nicht. Welch? Geht eigentlich. V70, Baujahr 2003 oder so. Was seid ihr für eine Ausstattung? Schick mal bitte. Was? Schick mal. Wird Quartett schon da? Nein. Deins? Hey, la Corona. Heute ist ein DRL-Bote vorbeigefahren, da dachte ich, oh, what? Nee, keine Ahnung. Was ging, B-Eco? Ging nach neben über. Was? Was der B-Eco? Der rote? Ja. Hab ich auch gerade gesehen. Aber ich muss gleich mal dringend auf Toilette und dann mach ich auch aus gut. Wahrscheinlich. Der Volvo hat ja Vollausstattung, Lenny. Der Corsa hat ja noch TÜV. Der Volvo hat Vollausstattung. Hat er, ja.
Also kann man den kaufen, aber für 5 ist ein bisschen viel. Warte mal, warum ist denn der jetzt C5? Das ist jetzt die Frage, Flo, ne? Flo, kommst du mal, oder? Wir warten hier seit 40 Jahren. Ja, seit einer Minute 17. Warum meiner T5 ist. Was? Meiner ist jetzt T5. Den Volvo kann man echt kaufen, aber teuer. Jo. Den muss ich dir jetzt ein bisschen modifizieren. Aber die werden ja auch so gehandelt, die scheiß Dinger. Die sind geil, ja. Die Rotzdinger, ey. Wie das jetzt? Huiuiui. Braucht jemand ein Astra G mit Erdgas? Ja, Serie schon. 800 Euro, 330 gelaufen. Ein geiles Auto. 800 Euro, TÜV 1020. Hab ich den gerade schon geschickt? Nee, ne? Nein. Lennart wollte mir noch seinen Spoiler schicken. Ja, wollte ich, das mache ich jetzt auch. Wie Sie sehen, ist übrigens der Spoiler nicht mehr verfügbar. Nice. Weil der ist jetzt leider verkauft. Wie Sie sehen, der Astra hat Vollausstattung. Fast. Also auf jeden Fall hat der das Navi drin, das kleine. Hier, Flo. Guckst du Gruppe? Los, Gruppos. Guck ich Gruppe. Guckst du Gruppe? Ist Kursteil los. Nicht mehr verfügbar. Wert ungefähr zwischen 450 und 550 Euro, je nachdem. Und wie viel hast du dafür gezahlt? Versand. 19,90 Euro. Also ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt die original heller leuchtende noch reinmache oder mitgebe, die da reingehören. Oh, das ist ja ohne Respawn, das ist ja doof. Ist es ohne Respawn? Ja. Ich bin gerade mal vorgefahren, ne? Wie immer eigentlich. Genau. Dann gerade in der Mitte vom Spielfeld. Kann man hier einfach mal reinbrechen? Nee, lassen die mich den Leute gerade. Ja, egal. Ich weiß das gar nicht. Sterbe ich halt für mein Team, Jungs. Autsch. Wenn ich auf dem Dach bin, habe ich natürlich Scheiße. Ein bisschen. Den werde ich jetzt auch gar ganz schnell abhauen. Oh, ich habe keine Räder mehr. Ich auch nichts mehr. Oh, ich hatte keine Räder mehr. Irgendwie was? So viel ist der Wert, Lenny? Ich würde mal behaupten, ich habe noch nie einen gesehen, wie gesagt. Und wenn ich noch nie einen gesehen habe, dann soll das heißen, dass er wohl selten ist. Hi Lennart, hat jemand Heilwaffen bei uns? Häng den mir einfach ins Zimmer, würde ich sagen. Also, oh. Vielleicht fahre ich irgendwann so ein Auto, dann bin ich der Ficker. Kann ja passieren. Ja. Okay. Die darfst du gar nicht rausfahren, ne? Wir hatten einen Heiler. Irgendwo einen Heiler? Die Gegner haben einen Heiler, ja, das sehe ich. Die einen Heiler haben. Die darfst du nicht rausfahren, sonst kratzt du ab, ne? Feierabend, weg hier, zurück zur Basis. Astra G Steinmetz-Spiegel, 400 Euro. Haben wir einen Heiler? Wir haben einen Heiler. Ich dreh durch, ne? Ja, zum Glück nicht übertrieben. Corsa B Auspuff, zu verschenken. Steinmetz. Nanny. Ja, geile Sache. Schon reserviert. Ja, geil. Ich geh mal eben auf Toilette, bin gleich wieder da. Ich bin leider weg und ich hab leider gar nichts gerissen, Jungs. Guck mal, bei Opel Tan ist das so, es gibt Leute, die verschenken das einfach. Ja, es ist wirklich so. Zu verschenken. Es ist einfach, was ist jetzt das hast erlebt? Du aber auch bei keinem anderen Hersteller, ne? Also, das gibt's weder beim Golf 3 noch bei irgendeinem Mercedes. Es gibt sowas nicht. Das gibt's nur bei Opel. Dass die Leute teilweise Autos, also Sachen verschenken. Oder Autos auch verschenken teilweise, ne? Ja. Stufe 64. Na, muss ich mit 139 bin ich. Das Doppelte. Man muss sich halt mal auch überlegen, wie oft, ne? Ich meine, Mercedes, es gibt auch Schnäppchen, ne? Bei allen Marken, ne? Aber wie oft bei Opel so ein Astra G ein Schnäppchen ist. Ja. Also, viermal im Monat sind es Geschenke, ne? Ist so. Ja. Das sind halt einfach Geschenke. Auch mit Motorschaden. Ja, gut, aber nicht alle haben Motorschaden. Einfach so Geschenke manchmal. Ja, den einen hätte man sich schenken können. Schon, oder? Den haben. Boah, ich will Bene irgendwas vor die Tür stellen. Nein.